Beruf von Halbgott und Held. Hallo YouTube und willkommen zurück bei Mythologische Minute. Heute spreche ich über einen Helden der griechischen Mythologie. Doch zuvor entschuldige ich mich dafür, dass das Video so verspätet erscheint. Grund dafür war, dass ich ein wichtiges Zwischenfall in der Familie hatte und deshalb gezwungen war, die Videoprojekte auf Eis zu legen. Doch heute wollen wir uns mit den Göttern und Halbgöttern der griechischen Mythologie erneut wenden. Bevor es aber losgeht, lasst doch ein Abo da und lasst einen Kommentar. Los geht's! Bellerophon war ein Enkel des Sisyphos, jener listenreiche Mann, der sogar den Tod betrogen hatte, wofür er im Tartarus nun eine endlose Qualen leidet. Auch war er, Bellerophon, ein Sohn des Meeresgottes Poseidon und der Erin. Bereits in jungen Jahren hatte er eine Schlange am anderen, einen Rannen getötet und fand sich eines Tages bei Proetos in Tyrin ein, um sich für diesen Mord zu entsühnen. Dessen Gattin, Deheneophoria, aber verliebte sich in den jungen Fremdling und verleugnete ihn, als sie abgewiesen wurde bei ihrem Gemahl. Er habe ihr Gewalt antun sollen, behauptete sie. Da Proetos den Gast nicht selbst zur Rechenschaft ziehen wollte, sandte er Bellerophon zu Iobates nach Lykien, der Wahlheimat der Chimäre. Mit der Nachricht in versiegelten Tafeln, er solle den Überbringer töten, kam Bellerophon am Hof des Königs an. 9 Tage wurde er freundlich bewirtet. Dann las Iobates das Schreiben. Doch auch er wollte den Gast nicht beseitigen. Und stattdessen stellte er ihm 3 vermeintlich unlösbare Aufgaben. Die vielleicht schwierigste allem voran war es, die Chimäre zu töten. Sie war, wie ich im letzten Video erklärt habe, eine Tochter der Echidna und des Typhons, die Eltern aller Monster. Die Chimäre selbst hatte den Vorderkörper eines Löwen, den Mittelteil einer Ziege und den Schwanz einer Schlange, die
mit ihrem Feuer atmen, hatte sie bisher jedem Versuch, sie zu töten, ein frühzeitiges Ende gesetzt. Ein der besonderer Gegner verdiente ein ebenso besonderes, benötigte ein besonderes Reittier. Und dieses Tier war Pegasus, ein geflügeltes Pferd, das einzige seiner Art. Auf dem Rat des Seers Polyaidos schlief Bellerophon auf Athenas Altar und träumte, die Göttin schenke ihm ein goldenes Saumzeug und beauftrage ihn, dem Poseidon ein Stier zu opfern. Diesem neuen Gefährten an seiner Seite konnte Bellerophon den Kampf beginnen. Von der Luft aus erblickte er die Bestie, die Chimäre, erspickte sie mit Pfeilen und widerstand sie dem Pfeilhagel. Bellerophon versuchte, sie im Nahkampf zu bezwingen. Die Chimäre spie Feuer auf ihn und der Heros stand kurz vor seinem Ende. Also zog er sich zurück, beschaffte sich einen Bleiklumpen, steckte diesen in die Spitze seines Speeres. Mit seiner neuen Waffe rief Bellerophon die Chimäre frontal an. Und während er im letzten Moment abdrehte, brachte er den Klumpen im fauchenden Rachen des Tieres unter. Der feurige Hauch der Bestie brachte das Blei zum Schmelzen und es verstopfte ihre Atemwege. Die Chimäre, die Tochter des Typhons und der Echidna, erstickte elendlich. So wie ihr Bruder, der nemäische Löwe, der später von Herkules getötet werden würde. Bellerophon wusste, wem er diese List zu verdanken hatte, und er rächte sich dafür. Er kehrte zurück zu Iobates und sprach mit Stehenoboia. Er brachte sie dazu, sich auf sein Pferd zu setzen. Doch noch, während sie über das Meer hinwegflog, warf Bellerophon sie hinab und sie ertrank im ewigen Meer. Der Heimat von Bellerons Vater, Poseidon. Damit hatte der Halbgott alles erreicht, was man sich wünschen kann als Sterblicher. Er war bekannt und gefürchtet durch seinen Sieg über die Chimäre, über das Barbarenvolk und die Amazonen. Er hatte sein eigenes Königreich erhalten und seine Verleugnerin getötet. Aber wie so viele Halbgötter sollte auch ihm kein friedliches Ende vergönnt sein. Eines Tages erfasste Bellerophon nämlich die Hybris. Er unternahm einen Flug zum Himmel, um in den Götterrat einzudringen, nach anderen Gaben zu prüfen, ob es überhaupt Götter gäbe. Zornigs
sandte Zeus, der Gott von Himmel und Donner, eine Stechfliege. Pegasus wurde von ihr gestochen, wurde rasend und warf seinen Reiter in die Tiefe, der auf einer menschenleeren Ebene in Kleinasien landete. Fortan irrte Bellerophon als hinkender Krüppel herum und betrauerte schwermütig das Menschenlos. Doch bis heute kennt man ihn als den großen Krieger, der die Chimäre erschlug, indem er den Pegasus sattete und vom Himmel heraus auf die Bestie hinabstürzte.